Wir haben einen klassischen Mafiastaat. An der Spitze des Staates ist ein Mafioso. Es gibt einen engen Kreis an Personen, die von diesem Mafioso gefüttert werden und volkabhängig sind. Für sie gelten keine Gesetze. Sie alle sind zu Dollarmilliardären geworden. Sie können jedes Business wegnehmen und sich absolut der Gesetzeslosigkeit hingeben. Sie kontrollieren alle wichtigen Massenmedien. Das ist also so ein klassischer Mafiastaat mit Putin an der Spitze. Er sieht überall Feinde. Er ist ein zutiefst argwöhnischer und äußerst misstrauischer Mensch. Überall sind Feinde. Das ist tatsächlich schon auf dem Niveau einer Paranoia. Als er etwa gesagt hat, dass das Internet von der CIA erfunden wurde, hat er das ernst gemeint. Man muss begreifen, dass es bei Putin kein Fernsehen gibt. Gibt es einfach nicht. Es gibt eine Propagandamaschinerie. Die Chefs des Fernsehens sind seine Mitarbeiter, die mit den Geheimdiensten verbunden sind, mit dem Verteidigungsministerium verbunden sind. Alle, die politische Berichterstattung machen, sind keine Journalisten. Er hat auch schon viele gekauft. Ich sage es Ihnen offen. Wen er nicht gekauft hat, ist Angela Merkel, wozu ich euch beglückwünsche, was aber mit ihrem Schicksal zu tun hat. Sie weiß nicht vom Hörensagen, was der KGB ist. Sie ist aus Ostdeutschland, sie war Dissidentin, sie spricht Russisch. Sie versteht nicht schlecht, was das ist, und man kann sie nicht kaufen. Ich finde, für Deutschland ist das ein großes Glück. Sanktionen gegen die russische Bevölkerung sind schlecht. Sanktionen dagegen gegen die Dreckskerle, die Banditen und Halunken aus dem Umfeld von Putin, die zu Milliardären geworden sind und die diese Situation für ihre eigenen Ziele missbrauchen, die sind gut. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass das vom russischen Volk begrüßt wird. Mit ihm darf es keine Kompromisse geben. Denn was wäre das für ein Kompromiss? Er hat sich die Krim genommen, als nächstes wird er sich Kiew nehmen. Danach ist die Republik Moldau dran, dann Polen, dann die baltischen Staaten. Das ist ein Räuber. Er versteht nur die Sprache der Stärke, keine andere Sprache.